drinking that wine you brought last night by myself. Something came up and you couldn't stay any longer. It's one of those expensive wines that you only drink on special occasions when you want to spend some special time with someone special. I learned my lessons not to wait any longer for something that may never come. Kisses of ruby red wine. Bravissimo! Bravo! Ein herzliches Hallo zu Deep Diving Diva Talk Number One. Mein Name ist Sascha. Und ja, ich drücke mich aus über die Musik und auch über Energiearbeit, Theta Healing, was ich kombiniere mit Musik. Und ich liebe es zu kommunizieren. Ich liebe es, Menschen zu treffen, mich mit ihnen auszutauschen, von ihnen zu lernen. Ja, einfach diese gegenseitige Bereicherung, neue Horizonte öffnen. Und ich bin echt so, so, so mega, mega happy, dass ich hier zwei so großartige Persönlichkeiten bei mir habe, gleich in der ersten Deep Diving Diva Show. Ich fange jetzt einfach ganz frech mit dem Ewald an, auch wenn es normalerweise Ladies First ist. Ewald ist, wenn nicht sogar, aber auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspeaker. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich dich gefunden habe, aber irgendwie habe ich dich gefunden auf YouTube. Und jetzt muss ich was sagen. Also mein erster Gedanke war, das klingt jetzt echt krass, aber das war so, der Energie.
Das war so dieses. Also nimm es. Ich hoffe, du verstehst es richtig, aber ich weiß, du verstehst es richtig. Verstehe das total, ich nehme das als Kompliment auf. Großartig, genau, weil das war irgendwie so, du hast mich so dermaßen abgeholt, ohne Shishi. Ja, du warst sowas von Peng direkt und ja, hast auf jeden Fall so alle meine Kanäle da angetriggert und angezapft und ich habe mich dann auch auf die Suche begeben, um irgendwie mit dir in irgendeiner Form in Kontakt zu kommen. Und es ist mir gelungen. Ewald Schober, du bist Mentaltrainer, Coach, Lebensforscher, Autor, Visionär, Podcaster. Und jetzt gibt es auch noch einen Dokumentarfilm über dich. Das ist ganz schön viel. Ja, da gibt es noch viel, viel mehr, Sascha. Also eigene Fernsehsender, keine Ahnung, Therapiezentrum, die Day of Change Marke, das Collective Reframing, was weltweit einmal ist. Also LCC hat ja viele Abteilungen. Und das fördern die auch. Meine Frau sagt immer, ich warne dich, wenn du jetzt nochmal eine Abteilung aufmachst. Dann sage ich, nee, das tue ich jetzt nicht mehr. Und dann nach 2 Monaten muss ich halt dann wieder gestehen, dass da schon wieder was entstanden ist. Weißt? Ich meine, wenn man da drinnen ist und man, es interessiert einen, wie das, der Mensch funktioniert, das Leben funktioniert und was wir da vielleicht bewegen können, dann wird es uns nie loslassen. Und darum glaube ich, wird es ja immer größer werden. Das kann man gar nicht aufhalten. Das stimmt, das stimmt. Weißt du, du machst mir irgendwie auch ganz schön Mut mit all den vielen Sachen, die du tust, weil auch bei mir so ein riesen Bauchladen da ist an so vielen Möglichkeiten, über die man etwas in die Welt bringen möchte. Und ich möchte gern mit euch beiden drüber sprechen. Hallo Christine. Ja, hallo Sascha und Ewald natürlich. Was wir da so in die Welt bringen möchten, jeder so auf seine Art. Ich komme noch mal ganz kurz zurück zum Ewald. Du warst ja früher auch irgendwie erfolgreich, habe ich gelesen. Also du bist zwar irgendwie doch ärmlich aufgewachsen, aber so in deiner Berufszeit warst du ja schon auch erfolgreich. Was hat dich dazu angetrieben, da nochmal so ein Reset zu machen und jetzt irgendwie so ganz viel rauszugehen und andere Menschen zu touchen? Ja, Sascha, das ist ja immer diese Frage der Berufung. Also ich glaube, ich bin immer schon meiner Berufung intuitiv gefolgt. Ich konnte mit dem Wort Berufung natürlich ursprünglich gar nichts anfangen und habe so meine Stationen im Leben durchlaufen. Und ja, ich will aber sagen, schon eine gewisse Fügung. Also ich habe, ohne dass ich wusste, Berufung hin oder her, ich habe gemerkt, dass diese Dinge, die mir im Leben passieren und widerfahren, durchaus mich in eine Richtung bringen. Also machen wir mal dieses Beispiel. Ich war mit 17 Jahren schon sehr erfolgreich als Selbstständiger und dann bekam ich die Diagnose 1986, frisch zu meinem 18. Geburtstag, du hast Diabetes Typ 1. Und zum damaligen Stand der Medizin hieß es, aufhören zu leben. Ich will es jetzt gar nicht genauer ausführen. Das hieß, genieße oder die 10 Jahre, die du noch hast. Arbeiten kannst du nicht mehr, wird ja keiner einstellen, Selbstständigkeit geht nicht. Also such dir schöne Filme im Fernsehen, so ungefähr. Und das war natürlich nicht das, was ich haben wollte, Sascha. Ich glaube, das ist aber klar. Ich meine, wenn du als 17-Jähriger schon fünfstellig verdienst und auf einmal heißt, reduziere dein Leben auf null oder sowas. Natürlich wollte Warte mal ganz ich kurz, das nicht akzeptieren. entschuldige, dass ich Wieder unterbreche. von der Technik und von der Wissenschaft. Hier ist, ich habe dich abgehackt hier. Geht dir das auch so, Christine? Mir geht Hörst es du mich? auch so, ja. Genau, ich glaube, deine Ja. Internetverbindung ist ein bisschen instabil. Wollen wir noch mal ganz kurz, weil ich will unbedingt, dass man alles hört, was du sagst. Unbedingt.
Probieren wir es nochmal. Genau. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, also probieren wir es nochmal. Also wie gesagt, zum damaligen Stand der Medizin hieß, reduziere dein Leben auf ein kleines Minimum. Und das wollte ich natürlich nicht. Darum habe ich damals schon geschaut, was gibt es alternative Heilmethoden. Und die habe ich nicht nur gelesen, sondern ich habe ja an mir geforscht. Ich habe probiert, ich musste ja probieren aus der Not heraus. Es ging ja um Leben oder Tod. Funktioniert das, was mir so, zum Beispiel Affirmationen, ist das was, was mich in die Gesundheit bringt oder so? Und das war halt so leider nicht der Fall. Und darum musste ich, und da blieb mir eigentlich gar nichts anderes über, selbst forschen. Und indem, dass ich selbst forschte, habe ich geschafft, dass ich mit dieser Krankheit jetzt mittlerweile, wie lange ist denn das her? Jetzt bin ich 55, 18 Jahre zurück, 37 Lebensjahre mit Diabetes, super lebe und kann alles machen, mehr wäre gesünder. Also für mich ist das keine Einschränkung. Ich habe ja ein Wunder erzeugt. Aber egal. Und ich merke halt auch damals schon, das kannst du natürlich auch auf zum Beispiel aufs Geschäft ummünzen. Das zählt ja nicht nur für Gesundheit, sondern diese Forschung, die ich angestellt habe, war mir klar, kannst du in jeden Lebensbereich ummünzen. Und als erstes habe ich es fürs Geschäft umgemünzt und wurde da Business Trainer. Ein namhafter, hochbezahlter Business Trainer. Aber so wie das oft ist, es latscht sich ja auch mal was tot. Also mich hat das irgendwie dann schon genervt, immer nur um Zahlen, immer um Umsätze, wer macht den dicksten Gewinn, wer fährt das dickste Auto, Gottes Willen. Irgendwann, ich wollte es ja eigentlich einmal haben. Und dann haben mir so Freunde und Leute mich gesagt, Ewald, du musst das allen Menschen zugänglich machen. Und ich habe immer gesagt, ja, das würde mich reizen, das würde mir gefallen, aber ich hatte ja Angst. So wie jeder Mensch, wenn du auf dein gewohntes Terrain verlässt, dann, weißt du, jetzt in den offenen Seminarmarkt, da kennt mich keiner. Da bin ich ja No Name. Ich fange wieder von null an. Das ist ja, das war ein hohes Risiko, das zu tun. Aber irgendwie blieb mir keine Wahl, weil ich immer weniger Lust hatte da drin und ich bekam auch mehr Widrigkeiten vom Leben. Und somit habe ich doch vor 10 Jahren dann diesen Weg gewählt, dass ich sage, ich möchte eine bessere Welt schaffen. Ich möchte ein professionelles Bildungs- und Forschungsinstitut aufbauen. Ich will nicht wie viele andere nur reden, was sein könnte, was helfen könnte, sondern das muss erforscht werden, das muss erprobt werden. Da müssen wir feilen dran, da muss was passieren. Und das gelang mir halt irgendwie und somit war auch in diesem Bereich mein Aufstieg relativ schnell wieder da. Also diese Durchstrecke, diese Anfangsphase, die hat sich wirklich beschränkt und es ging sehr, sehr schnell weiter nach oben und dieser Forschungsdrang und dieser vielleicht auch dieser helfende Drang, dieser Gedanke, die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen, der pocht halt irgendwie in mir. Warum? Ich kann das nicht sagen. Das ist mir wahrscheinlich bei Geburt mit eingepflanzt worden. Und somit, ich glaube, ist die Erklärung, warum ich dann in diesen Markt, in so eine Richtung gegangen bin. Also auch vielleicht weg vom, also wir, ich bin nie einer, der sagt, lasst das Materielle weg. Ich sage immer, nehmt alles mit, was ihr bekommen könnt. Alles. Nehmt Geld mit, nehmt alles mit. Anerkennung, alles, alles erlaubt. Aber die Priorität war nicht mehr darauf, weißt du? Die Priorität, Geld zu verdienen, das hat sie verlagert. Das hat sie verlagert. Das ist heute vielleicht, weiß ich nicht, dritte, vierte Position in der Prioritätenliste. Okay. Christine, ich nehme den Ewald quasi eher als so, obwohl ich ihn doch für ein hochspirituelles Wesen halte. Aber Da bist du nicht alleine. so ein bisschen von seiner ganzen Aufmachung, von seiner Art, etwas wiederzugeben,
ist es doch so, ist es ja doch eher so der Mentaltrainer, okay, wenn wir jetzt dem mal so ein Badge geben möchten. Du bist Heilerin, Medium, Seelenbotschafterin, Ja. und Coach. Und so auf deiner Seite habe ich eben ganz viel Spiritualität gefunden. Andererseits habe ich dich auf einem der Days of Change getroffen und ich bin super neugierig, wie sich diese spirituelle Seite, und jetzt ist uns der Ewald wieder eingefroren. Mensch, Ewald, schnipp mal dein Internet Das hoch. bin ich. Alles klar, meine Internetverbindung ist wirklich stabil. Ich glaube nicht, dass ich bin. Okay. Wir werden es herausfinden. Also nee, wir wollen es gar nicht herausfinden. Wir wollen, dass das Internet jetzt funktioniert und sofort Genau. und reibungslos. Nochmal zu dir, Christine. Wie kommst du zum Ewald und was macht es mit dir und mit deiner Arbeit? Ja, wie komme ich zum Ewald? Das ist so ähnlich wie bei dir, Saschka. Das ist total spannend, weil ich habe den Ewald auch vor ungefähr einem Jahr auf YouTube entdeckt. Oder Ewald wurde mir angeboten. So war es wohl. Und ich habe die ersten Sätze gehört und ich dachte mir, hey, dieser Mensch spricht jetzt all die Dinge aus, die ich seit Jahren in mir trage und nicht weiß, wie ich es in die Welt bringen soll. Also vor allem dieses unglaublich Normale, was immer normal ist, ja, und bodenständige und einfach authentische, hey, ich sag so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich schreie es auch, Ja, wenn es sein muss, ne? genau. Und diese Kombination ist für mich und ich denke für viele, viele andere einfach echt Gold wert sozusagen. Weil ich, obwohl ich jetzt seit ungefähr 15 Jahren in diesem Metier der energetischen Heilung und Medium und so unterwegs bin, nie in dieser spirituellen Szene war oder mich da tief hineinbegeben wollte. Also das war immer so ein Zwiespalt in mir. Und der Ewald kam und hat es dann plötzlich irgendwie so vereint. Und ich hatte das Gefühl, naja, jetzt kann ich auch so sein, wie ich will. Weil wenn das der Ewald so macht, dann mache ich das jetzt auch so. Ja, das war einfach tatsächlich die Ausstrahlung von dir, Ewald, die Dankeschön. sofort irgendwie den Switch auch bei mir geschafft hat. Und ich bin jetzt dabei seit Juli letzten Jahres, also das sind jetzt 6, 7 Monate oder so. Und es hat sich echt einiges verändert zum sehr schönen und positiven. Gib mal konkret ein Beispiel oder zwei. Ja. Also eins der wichtigsten Dinge ist tatsächlich, dass ich mutiger geworden bin. Also ich habe mich in weiten Strecken schon immer als selbstbewusst selbst erlebt oder auch beschrieben. In vielen Bereichen ging das nicht. Aber ich bin mutiger geworden, mich zu entscheiden und meins nach außen zu tragen. Ja, ich habe früher viel zu viel auf die anderen Stimmen gehört, also dieses, hey, was bildest du dir ein, das geht nicht, du Träumerin, du so. Und ich hatte aber immer das Gefühl, natürlich geht es. Und trotzdem habe ich den anderen zugehört und so lange zugehört, dass ich meinem Unterbewusstsein auch noch gescheit zugehört habe und tatsächlich diesen Stimmen mehr Glauben geschenkt habe als mir selbst, ja, also als meiner Entscheidung. Und das hat sich definitiv verändert, weil das durfte ich bis jetzt von Anfang an von Ewald und LCC mitnehmen. Hallo. Hallo. Meine Stimme ist es. Meine Stimme.
meine innere Sehnsucht, meine Berufung, die darf nach außen. Ja, also das ist für mich momentan das Bezeichnendste im Grunde genommen. Ja, und wenn du das hast, Christine, dann gehen ja alle anderen Lebensbereiche mit nach oben. Ja. Weil wir natürlich, ich meine, das muss uns ja klar sein, so wir würden ja nie ausgebildet fürs Leben. Wir gehen in die Schule, wir lernen, wie lange der Nil ist und wann, keine Ahnung, der Zweite Weltkrieg begonnen und geendet hat. Aber wie gehe ich mit dem Leben um? Wie funktioniert der Mensch? Wie funktioniert überhaupt das Leben? Wird uns da definitiv nicht gelernt, auch mit in der Berufsausbildung und auch in keiner Uni. Es ist halt einfach mal so, und jetzt sind wir da drinnen eigentlich Laien zu dem schwierigsten Thema der Welt, nämlich Leben. Na, Genau, wirklich leben. Leben. Also Genau. irgendwie leben geht ja, aber so, dass man echt auch Spaß dran hat. Also ich muss auch sagen, ich hätte jetzt mich so in der Öffentlichkeit irgendwie zu zeigen, ja, davon habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, als Kind schon geträumt, ja. Ich wollte schon als Kind auf einer Bühne stehen und ne? Nun bin ich jetzt nicht in Hollywood aufgewachsen, so die Mama sagte, das gibt es nur in Hollywood, ne? sondern eben in so einer deutschen Kleinstadt und nee, Großstadt, um Himmels Willen, wenn ich Kleinstadt sage, dann kriege ich böse Blicke. Dann habe ich auch total oft gehört oder dieses, auch wenn man es nicht bewusst hört, aber so ein Geschmäckle, dieses, du bist too much. Nimm mich nicht so wichtig, ja. Mensch, ey, echt nochmal, der Ewald ist auch too much und nimmt sich ganz schön wichtig und verändert ganz schön Welt damit. Und das Ja, finde ich echt aber schaut hier, großartig. schau, Sascha, Christine, weil wir ja nicht ausgebildet sind, probieren wir auf alles zu hören und denken, dass es so wichtig ist, was die anderen Menschen über mich denken und mir sagen. Aber nochmal, soll jetzt ein Blinder einen Blinden führen? Nochmal, ich lasse mir nur Tipps geben, wenn überhaupt, von jemand, der dort steht, wo ich auch gerne wäre. Und ansonsten, ich höre mir ja alles an im Leben. Also, wenn jemand sagt, darf ich mir mal einen Tipp geben oder so, und dann kommen ja Menschen und sagen, in erster Linie, ich überlege und sage, wenn ich sage, oh, das ist gut, dann sage ich, hey, tausend Dank nehme ich an. Ich rechtfertige mich nicht damit, sondern ich sage, tausend Dank, wäre ich selber nicht draufgekommen oder bin nicht draufgekommen, das ist der Engel, super, klasse, haben wir angenommen. Wenn jetzt jemand kommt und probiert aber mir den Gedanken wirklich nahe zu bringen, mich zu bedrohen, weißt du, das machen ja wir Menschen, wir sagen oft, das hast du zu tun, wenn du das nicht tust, dann wirst du schon sehen und keine Ahnung oder so und du bist da falsch oder so. Ach Gott, warum soll der über mich urteilen? Ja, mit welchem Recht? Wenn er meine Schuhe zur Geburt angezogen hat und mit mir den ganzen Weg genauso gegangen ist, wie ich ihn gegangen bin, mit sämtlichen Niederlagen, wann ich wieder aufgestanden bin und all erlebt, auch die Erfolge, alles, dann darf er bei meinem Leben mitreden. Aber das hat keiner und deswegen redet in meinem Leben keiner mit. Und deswegen habe ich auch den Spruch, ich gebe den auch immer gerne nach draußen, der polarisiert natürlich. Ich sage immer, sag mir, was du über mich denkst und ich sage dir, was du mich kannst. Ich nehme gerne einen Tipp an, aber fange nicht an, in mein Gefühlsleben einzusteigen und beginne mich zu maßregeln. Weil ich muss alleine ausbaden, du bist ja nicht da. Auch wenn es gut gemeint ist. Also behalte deine Tipps für dich und setz sie selber im Leben um. Und lass mal meinen Frieden. Und wir wollen ja im Leben leben. Und ich will nicht immer nach allen Regeln, die irgendwo aufgestellt sind, die Regeln, weil da haben wir ja gesehen, wo wir hinkommen. Ja. Das stimmt. Das stimmt, Ewald. Und dennoch ist da ein Unbehagen, also bei sicherlich 80% der Menschheit, wenn nicht sogar mehr, eine Angst, sich zu zeigen. Also wie wird man jemand, der sagen kann, sag mir, was du über mich denkst und ich sag dir, was du mich kannst. Also ich meine, du hast auch gelernt. Du musstest dich ja auch weiterentwickeln. Das war ja nicht sofort da. Lebenserfahrung, Sascha. Weißt du, ich glaube, nimm mal einen Moment an, den, glaube ich, hat jeder von uns schon in irgendeiner Art und Weise erlebt. Du wirst
Du bist auf einer Erfolgsspur, alles läuft oder so. Und die Menschen klopfen dir auf die Schulter, wie toll du bist. Und dein Freundeskreis erweitert sich und du bist einfach wichtig. Okay? So. Und irgendwann einmal ist es vielleicht zu Ende. Wirtschaftlich, beruflich. Oder mei, es kann ja sein, dass das jemand erlebt. Gerade in der Corona-Zeit haben das viele Menschen erlebt. Zuvor wurden sie als Gemeindemitglied anerkannt. Dann haben sie gesagt, ich will aber das mit der nicht, haben sich quergestellt und dann wurden sie wieder ein Schwein durchs Dorf getrieben. So, und auf einmal war niemand mehr da. Auf einmal treten die Leute auf dich. Dann sage ich, und diese Menschen, denen soll ich vertrauen mit den Tipps? Diesen Menschen soll ich vertrauen, ja? Sie haben es ja selber in ihrem Griff. Sie sind ja selbst wie ein Fähnchen im Wind. Ich nehme es ja nicht böse, wir wurden ja nicht dazu ausgebildet, aber beginne mich zu maßregeln. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Und schau, wenn man mal ehrlich sind. Wir Menschen haben gewisse Vorlieben. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und dann sagen wir immer, kann ich das bringen? Kann ich das tun? Kann ich das machen? Ich habe jetzt gerade eine geraucht da. Das habe ich bewusst da gemacht, weil ein Trainer zu rauchen, sehr verrückt. Im Der ist ja, Podcast. wo bist denn du? Im Podcast, in Ja, der das Öffentlichkeit. interessiert doch mich nicht. Ja, es interessiert mich, aber es interessiert mich nicht. Das machen wir. Verstehst du, wenn ich das will, tue ich es. So, ich habe immer Rücksicht auf den Menschen, passe immer auf, dass ich Menschen mitnehme. Ich will auch keinen verletzen, aber irgendwo müssen wir einmal Grenzen zeigen. Und wenn wir nicht aufhören, dass wir uns immer klein machen lassen, dann macht uns die Welt klein. Und nochmal, wenn du am Boden liegst, denk an meine Worte. Der Einzige, der wohl hier immer wieder rauszieht, warst immer du selbst. Das stimmt. Du musst wieder Ja. aufstehen. Du musst wieder die Kraft erholen, verstehst? So, und deswegen gestatte ich keinem Menschen in mein Leben damit reinzureden. Ja. Ein Tipp, gerne, 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 aber bedroht mich nicht mit so Sätzen wie, das hast du zu tun und das muss man machen und stell dir mal vor, wenn nicht, was dann passiert. Nein, 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 nein. Na gut, jetzt haben, wenn wir jetzt noch mal kurz zurück in diese Zeit gehen, gehe ich nicht so gerne, aber nur mal ganz kurz. Manche hatten halt irgendwie diese Bedrohung, ihren Job zu verlieren oder irgendwie ihre Anerkennung, ihr. Naja, und dann wollen wir ja, wir sind ja schon auch Rudeltiere, ne? Wir möchten gerne dazu, wir möchten angenommen sein, wir möchten geliebt sein, wir möchten dazugehören. Also also da kommt einmal dieses Aufbäumende, also diese Energie, die du gerade reingebracht hast, und gleichzeitig kommt aber auch so, weißt du, diese ganzen Schichten, die auf einem sind. Wir haben ja irgendwie verschiedene Prägungen auch erhalten. Na, das kannst du nicht, du musst dich beugen, du musst dich fügen. Oft hat man sogar auch so diese Opferhaltung in sich. Und jetzt würde ich gerade mal ganz gerne Christine fragen, du machst ja Energiearbeit. Ja. Sag mal, wie ist das? Sind wie nenne ich sie denn jetzt, diese begrenzenden Prägungen, ist es nur hier eine Mindsache oder ist das auch in unseren Zellen drin? Also davon gehe ich nämlich aus. Ich meine, wenn du den Ewald zu so sprechen hörst und dann das mal vergleichst mit deinen Klienten. Also, es ist auf alle Fälle eine Prägung, ja, und ich nenne es tatsächlich immer so, dass es in unseren Zellen ist, weil unser Zellwasser speichert einfach irgendwie alles ab, ja. Vielleicht könnten wir auch tatsächlich einfach nur Unterbewusstsein dazu sagen, ja. Also, wie wollen wir diese verschiedenen Ebenen wirklich aufteilen? Aber es ist wirklich durch die stetige Wiederholung, die wir ja in unserem Leben erfahren, von Strukturen, von Regeln, einfach was im Kollektiv, in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft gilt, mit dem sind wir aufgewachsen und sind gefüttert worden mit diesen Informationen. Und das ist in uns abgespeichert. Ja, und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und Methoden, das auch wirklich zu lösen oder zu löschen oder umzuprogrammieren, das ist möglich.
und ein anderes Programm draufzusetzen, zum Beispiel. Ja. Und das ist sehr spannend, weil ich habe die ersten Jahre oder viele Jahre mich ja auf das konzentriert, was eben die Programmierung ist, was ist die Vergangenheit, was können wir da rauslöschen, rauslösen, damit wir einen Neustart bekommen. Und das hat sich die letzten 2, 3 Jahre verändert, weil ich viel mehr auf die Lösung oder Gegenwart jetzt auch konzentriert bin und sage, okay, hey, was kann ich jetzt tun, damit sich's ändert? Auch wenn dazu das Tool natürlich ist, trotzdem vielleicht aus der Vergangenheit was zu lösen. Aber der Fokus liegt nicht auf dieser Lösung der Vergangenheit oder dieses Herauslöschen, Verändern, sondern okay, jetzt ist Gegenwart. Was tue ich jetzt, damit meine Gegenwart und meine Zukunft einfach fröhlicher, freudiger, erfüllender und glücklicher wird? Also das ist das Gesamtpaket meiner Arbeit hat sich dadurch verändert. Ich habe auf. Entschuldigung, Ewald, wolltest du was sagen? Wollte nur sagen, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ich habe Finde ich auch echt, danke. auf deiner Seite, da stehen einige tolle Sätze, aber einer ist mir halt irgendwie Ding so ins Auge gesprungen und da stand, Hilfe anzunehmen ist der Schlüssel zur Transformation. Jetzt Frage an euch beide. Brauchen wir 1 Million Coaches, so Mentoren, Mentaltrainer? Grundsätzlich glaube ich ja, dass für jeden Menschen auf diesem Erdball gibt es irgendwie den richtigen Coach oder so. Also gerade in dem Bewusstseinsstand oder dem Stadium, in dem ich mich halt gerade befinde, suche ich mir oder kommt zu mir vielleicht auch der Coach, den ich halt gerade brauchen kann. Ja. Aber grundsätzlich, weiß nicht, vielleicht bin ja ich jetzt erst auf diesem Bewusstseinsstand, würde mir persönlich der Ewald reichen. Ja, weil das, was du, Ewald, was du machst und LCC macht und deine Trainer ja inzwischen, deine Trainees, das ist wirklich, das ist langanhaltend. Also ich gehe da nicht auf ein Wochenende und bin dann wieder zu Hause und sagt nach 3 Tagen, pff, okay, wo ist denn jetzt das tolle Gefühl vom Wochenende? Sondern das bleibt, ja, und es steigt sogar noch, ja. Also dieses wirklich positive Lebensgefühl und auch dieser Mut und die Energie, endlich was ins Tun und ins Umsetzen zu bringen, das erlebe ich hier mit Ewald und LCC so, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. So schaut's aus. Warum ist das so, Ewald? Verrat das Geheimnis. Ja, das ist doch eine Strategie. Es ist doch eine Strategie. Schau mal, ja, du hast angesprochen, Sascha, wir haben nicht 1 Million. Es ist gefühlt viel. Aber ihr müsst mal sehen, wir haben 8 Milliarden Menschen oder 8, irgendwas Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wir brauchen für das neue Bewusstsein, wo wir alle hingehen wollen, brauchen wir das. Lehrer brauchen wir, Führer brauchen wir, Therapeuten. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, definitiv. So, aber jetzt müssen wir uns ja mal anschauen, was machen die meisten? Menschen gehen auf Seminare, hochmotiviert, jetzt haben wir die Erkenntnisse, nach 3 Tagen verschwindet es wieder. Versteht ihr? Das hat den Grund, weil wir das Gewisse, das Gehörte, das Wissen, bringt uns in die Stufe der Hoffnung. Und Hoffnung ist schon mal gut. Aber Hoffnung bewirkt nicht wirklich was. Wenn ich in die nächste Stufe gehen möchte, das wäre Glaube. Also nicht, dass ich sage, ich hoffe, aufgrund dieses Seminar mein Leben besser zu machen, sondern wenn ich sage, ich glaube daran, das ist schon viel stärker. Das hat eine ganz andere Energie. Aber Glauben entsteht, wenn mir jemand am besten von den Teilnehmern erzählt, dass irgendjemand dadurch Erfolge erzielt. Jetzt beginne ich schon zu glauben, das ist stark. Aber viel stärker wie Glauben ist Wissen.
Und Wissen bekomme ich, wenn ich es sehe. Wenn ich sehe, dass es funktioniert, dann bin ich im Bereich des Wissens. Das ist mächtig, das ist groß. Es gibt aber nur eine Bewusstseinsstufe, die ist drüber, und das ist die Weisheit. Und Weisheit, das wissen viele Menschen nicht, heißt übersetzt angewandtes und erlebtes Wissen. Und wenn wir es schaffen, dass die Teilnehmer rausgehen und sagen, das habe ich selber getan, ich habe mir das selber bewiesen, es hat funktioniert, das kannst du einem Menschen nie wieder nehmen. Und das bleibt bis zum Lebensende. Wenn er Dinge tut, wo er vorher sagt, das geht doch nicht. Und auf einmal geht es doch. Jetzt beginnen wir mit der Umsetzung, versteht ihr? Jetzt gehen wir selber nach vorne. Jetzt haben wir den Mut, die Überzeugung und die Kraft. Dann geht's. Und deswegen muss ein Day of Change, und das macht ihn ja so einmalig, alles, was ich präsentiere, und der Theorieanteil ist nicht hoch. Und von einer Stunde, von 1,5 Stunden spreche ich vielleicht maximal eine halbe Stunde über Theorie. Und eine Stunde lang stelle ich diese Theorie, dieses Wissen, sofort in die Umsetzung. Ich sage, wenn das stimmt, was ich euch sage, dann müsst ihr das und jenes jetzt gehen. So, dann probieren wir es aus, weil wenn es nicht funktioniert, könnt ihr nach Hause gehen, dann bin ich der gleiche Dampfplauderer wie die anderen. Wollt ihr weiter auf Seminare gehen und sagen, ich habe schon so viel Wissen und ich weiß ja alles, das bringt kein Menschen was. Sondern wenn du es erlebt hast und danach rausgehst und sagst, boah, boah, ich weiß, wie stark das ist. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, aber was soll uns jetzt aufhalten? Versteht ihr? Jetzt kommen wir in unsere Schöpfergriff. Alle reden immer von, wir sind Schöpfer, wir haben unbegrenztes Potenzial. Ja, dann tut sie es halt. Eva, die weiß eigentlich alles. Das ist ein Armutszeugnis, wenn es jemand zu mir sagt. Und mir sind auch deine Thesen nicht unbekannt. Dann sage ich, ja, dann tu es halt. Was magst du denn da? Versteht ihr das? Wissen, Hoffnung, Gehörtes verschwindet, führt keine Änderung. Erlebt es, erleben. Und deswegen ist ein Day of Change natürlich auch schwieriger abzuhalten, weil wenn du mit ein paar hundert Menschen jedes Mal, alles mal wieder auf die Probe stellst, unmögliche Dinge wieder neu probierst. Ich mache nicht Experimente, das wisst ihr ja, ich war selber schon auf dem Day of Change. Wo ich sage, das machen wir, weil das weiß ich, funktioniert. Nein, wir machen jedes Mal Dinge, wo ich sage, oh, das ist nochmal eine Steigerung. Glaubt ihr, dass wir das hinkriegen? Probieren wir es. Schauen wir mal, wie weit wir gehen. Und das ist doch das Spannende im Leben. Wir bekommen im Leben auch nicht immer die gleichen Herausforderungen, sondern du bekommst immer wieder neue und steigernde. Das hört ja nie auf. Also müssen wir gewappnet sein. Da ist der Unterschied. Und ich würde mir wünschen, dass meine Kollegen, Trainer, Coaches, Therapeuten, egal wie auch immer, den gleichen Anspruch haben wie ich auch. Wenn mir jemand vertraut und zu mir kommt, dann muss ich ihm alles dafür geben und ihm die Beweise verschaffen, dass er jetzt in ein anderes Leben geht. Ja, die Beweise sind nämlich echt wichtig, gell? Also dieser tatsächliche Beweis, also weil es einfach diese Körperlichkeit ist. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal bei Days of Change war, und dann kam diese Löffelverbieg-Nummer. Meine erste Reaktion war, no way. Und als ich gesehen habe, dass sie alle neben mir den Löffel nicht nur verbogen haben, sondern so aufgezwirbelt haben, also so, ne? Und manche sogar zerbrochen, habe ich gesagt, und das geht jetzt bei mir auch. Und das war das, also dieses Gefühl werde ich nicht wieder vergessen, dass das wie butterweich war. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe null Kraft aufgewendet. Ne? Und sowas prägt sich einfach total tief. Jetzt kommen wir wieder auf diese Zellebene. Sowas prägt sich ganz tief in unsere Zellen als angewandtes Wissen an. Und es bleibt da. Das ist genauso Information wie du bist eine Nullnummer. Ja, also das finde ich auch total Du beeindruckend. hast einen anderen Referenzpunkt. Du hast es erlebt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt oft erlebt, wo ich gescheitert bin im Leben, aber jetzt habe ich sowas zum Beispiel gemacht und jetzt weiß ich, es geht. Jetzt schaut's her, ihr beginnt es ja, oder ihr versteht es ja.
Früher hat der Ewald Schober auch darüber referiert, über Materie folgt dem Geist. Das heißt, unsere Vorstellungskraft erzeugt die Materie. Menschen hören da zu diesem Thema immer sehr gerne zu und finden das faszinierend. Und dann ist die Stunde zu Ende. Und die Menschen sagen, das mache ich mal. Ja, wann will denn der das machen? Wie Genau. denn? Wie denn? Überlege mal, wie würdest du das jetzt umsetzen? So, also muss ich doch etwas jetzt machen, damit es die Menschen verstehen. Darum ist ja das Löffelbiegen ist ja wirklich auf jeden Day of Change. Ich probiere immer neue Dinge zu bringen, aber Löffelbiegen hat schon einen bestimmten Zauber. Weil wenn du das anfasst, du merkst, du könntest und Kraft ein bisschen biegen, ist okay. Aber wenn du danach einfach, und du schaust oft hin, 12-jährige Mädchen gehen hermachen. Ja, schon. So, und jetzt muss uns beginnen, klar zu werden, Materie folgt dem Geist, meiner Einstellung beziehungsweise meinem Gefühl. Genau, ich wollte gerade auf das Gefühl nämlich kommen, weil sonst ist es ja alles immer nur so Mindset, Mindset, Mindset. Aber welche Rolle spielt das Gefühl dabei? Sascha, ich verstehe ja noch nie, warum ich immer als Mentaltrainer bezeichnet werde. Ich bin mittlerweile alles andere wie ein Mentaltrainer. Ich war früher Spitzenmentaltrainer. Ich bin ja heute kein Mentaltrainer mehr. Ich weiß nicht, die kriegt den Stempel nicht mehr weg. Das ist immer das Erste, Ewald Schober Mentaltrainer. Nein, Ewald Schober ist alles andere als ein Mentaltrainer. Ich habe mich davon verabschiedet. Mindset, vorbereiten. Stell dir vor, der Löffel ist aus Gummi. Rede es dir ein, geh in eine Hypnose, geh in den Alpha-Zustand. Stell dir vor, wie du ihn drehst. Vorbereitung und geistig und so. Und dann vielleicht. Papperlapapp, das ist oldschool. Das gehört in den 90er Jahren. Das ist Uri Geller. So, ich sage heute, du, ich weiß nicht viel. Ja, ich weiß schon viel, aber reduzieren wir es. Ich weiß nicht viel. Nehmen wir mal an, ich weiß nur eins, dass ich immer in meinem Gefühlszustand bestätigt werden muss. Mehr weiß ich nicht. Nehmen wir mal nur das an. In dem Gefühlszustand, wo ich bin, tun sich die Ereignisse und die Ergebnisse daran reihen. Das heißt, bin ich jetzt in einer Lebensphase, wo ich gestresst bin, voller Wut bin, enttäuscht bin, ja, dann bekomme ich genau darauf die Beweise. Das heißt, ich bekomme noch mehr Punkte, die mich stressen. Und wenn ich euch das erzähle, dann denkt halt mal zurück. Wenn du gerade sagst, wow, ich schaffe das nicht mehr, das wird mir alles zu viel, du rödelst den ganzen Tag und auf Tag kriegst du nochmal 10 Aufgaben, die nicht funktionieren. Verstehst du? Es hört nicht auf. Wenn du irgendwann sagst, jetzt will ich nicht mehr und schaltest den Fernseher, dann funktioniert der Fernseher nicht so. Das kennen wir alle. So, jetzt muss ich ja nur, wenn ich in ein gutes Gefühl gehen kann und mein Gefühl selbst bestimmen kann, dann brauche ich keine mentale Vorbereitung, weil ich weiß ja, ich bin jetzt in einem guten Gefühl. Ich mache jetzt das Experiment mit dem Gefühl. Und zu dem einem guten Gefühl gehört nicht ein Experiment, das nicht funktioniert, sondern ich muss ja darin bestätigt werden, also gut. Und somit ist mir klar, dass jeder den Löffel biegen kann, ohne Vorbereitung. Und somit kann ich alle Dinge tun in meinem Leben, was ich will. Also möchte gern zu dem letzten Doc was sagen. Das war ja mein erster Days of Change. Da, was war Und der das war's. Gefühlsalchemist, ne? Das, da ging es genau Genau, um Gefühle. Gefühlsalchemist, ja. Und also ich kann das nur bestätigen, was du sagst, Ewald. Es ging ums Löffelbiegen. Mir ging es genauso. Ich dachte mir, nö. Also Löffelbiegen, nö. So. Und es ist ja tatsächlich ohne mentale Vorbereitung. Es geht einfach in dieses wirklich gute Gefühl hinein, ja, voll drinnen. Ich habe meinen Löffel zufällig, tatsächlich zufällig hier liegen. Und dann ging es los und mein Löffel, sieht man das ein bisschen? Das sieht man Ja. sogar ziemlich gut. Ja, also der ging so weit und das Unglaubliche war, das ging wie Butter und in dem Moment kam mein Verstand und sagt, das geht ja doch und schon war es Genau. vorbei. Ja, genau. Schon war es vorbei. Ich Ich wollte dann noch. wollte gerade sagen, guter Löffel, aber eigentlich beim nächsten Mal will ich, dass du Genau. runterrollst. Mach ich. Tschüss.
Mache ich, aber das war so spannend, weil ich habe gemerkt, der Verstand geht dazwischen, der wollte es einfach nicht glauben und weg war es. Und dann war Zeit später, war das Nagelbrettgehen, da war ja auch mit dabei. Und das war ein super, super Erlebnis, weil das Gefühl war Spitzenklasse. Und dann war der erste Schritt aufs Nagelbrett. Und im ersten Moment kam wieder der Verstand, der hat nämlich gesagt, oh Scheiße, das tut echt weh. Aber das war nur ein Mini-Moment und dann war nur noch das gute Gefühl und ich habe das überhaupt nicht mehr gespürt. Das war echt, ich habe gedacht, okay, so macht es Spaß. So darf das Leben sein. Das tut nicht weh. Schau mal das Beispiel, schau dich das mal an mit dem Nagelbrett. Sascha, glaube ich, hat es jetzt schon zwei oder dreimal erlebt. Nagelbrett Also. einmal und Glasscherben zweimal. Okay, Sucht also lass uns mal beim Nagelbrett bleiben, damit wir mal verstehen, wie das funktioniert im Leben. Ich meine, Nagelbrett ist ja nur eine Verdeutlichung. Es geht ja morgen nicht darum, dass wir übers Nagelbrett gehen. Aber morgen bekommst du irgendeine Herausforderung im Leben und da hast du Angst. Das ist menschlich, das ist normal. Wir bekommen Angst, wir schrecken zurück. Wenn ich in dieser Angst bleibe, werde ich darin bestätigt. Das heißt, es wird mir nicht gelingen. So, wenn das stimmt, was ich sage, dass du immer im Gefühl bestätigt werden musst, wenn es alles ist, was wir wissen müssen, dann würde das ja bedeuten, dass wir alles können. Jetzt habe ich irgendwann einmal ein Video gesehen von diesen Shaolins. Die machen ja. Wenn die auftreten, das sind oft mal riesen Zirkuszelte, sind Tausende von Zuschauern drin, da tobt die Halle. Die gehen daher und stellen sich auf ein Nagelbrett. Die gehen übers Nagelbrett, das ist noch krasser. Drauf stehen ist eine Sache, drüber gehen ist krass. So, dann gibt es ein paar Meister bei den Shaolins, die legen sich mit Nacken und Oberkörper drauf. Und dann steigt jemand drauf auf den Nackenoberkörper, der drückt den richtig an die Nägel. Es passiert nichts, eine Sensation. Die trainieren das ganze Leben, die sind permanent in geistiger, göttlicher Verbindung, in der Meditation und. Haben ihr Leben dafür hergegeben. Sage mal so. So, jetzt sage ich, wenn die stimmt, was ich sage, dass du alles kannst, wenn du in einem guten Gefühl bist, dass du immer im Gefühl bestätigt wirst, dann müsste uns das gelingen, dass wir ohne geistige Vorbereitung, ohne mentale Vorbereitung, ohne Meditation, dann halt das auch machen. Also habe ich gesagt, komm Jungs, lasst mal, kaufen wir mal so ein Nagelbrett. So, die Nagelbretter, die du findest, das ist Witz. Da kann jedes Kind draufstehen. Da sind die Nägel so nah aneinander, dass dir das nichts tut. Er sagt, das will ich nicht. Also haben wir gegoogelt und gemacht. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt ein Nagelbrett da wurde gar nichts passiert. Dann gibt es ein Nagelbrett für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Meister. Der Punkt ist, wie weit die Nägel auseinander sind. Dann hat mich mein Team gefragt, ja, okay, dann müssen wir uns so eins machen lassen. Sage ich, ja, beauftragt den Schreiner, der soll uns das machen. Ja, und wie weit soll die auseinander sein? Sage ich, ja, natürlich, wir sind Anfänger, also beginnen wir gleich ganz oben beim Meister. So, dann kam das Nagelbrett, dann habe ich mich draufgestellt und habe gesagt, oh, das ist heiß. Das ist, oh, also ich habe da, ich glaube, meine Fußsohle hat den ganzen Tag pulsiert danach. War Nummer. Und dann habe ich gesagt im Team, also wer traut sich's zu? Und dann hat sich der Tobi gemeldet und gesagt, er möchte das gerne perfektionieren. Also hat Tobi geschafft, dass er draufsteht, dass er drauf geht. Dann haben wir das auf einen Day of Change mit den Teilnehmern probiert. Und die Teilnehmer konnten draufstehen. Super. Es ist aber keiner gegangen. So, jetzt habe ich gesagt, wollen wir das so stehen lassen? Dann haben viele wieder gesagt, ja, es ist ja eher Sensation. Also die anderen müssen das ganze Leben dafür meditieren. Also das nächste Mal müssen die halt drüber gehen. Ohne, dass sie irgendwas wissen. So, das nächste Mal, ihr wisst es ja, ich sage nicht, ihr geht jetzt in eine Hypnose oder wir machen eine Meditation, wir machen gar nichts. Bist du gut drauf? Bist du in dem Gefühl? Schnips vielleicht und jetzt
Machen wir es. Das Jetzt sind die Schnipsen, das jetzt Teilnehmer. sagst du später noch mal kurz was dazu, okay? Okay, dann sind die Teilnehmer reihenweise, scharenweise, also ein paar hundert, über das Nagelbrett gegangen. Gegangen. So, jetzt habe ich wieder gesagt, Leute, wollen wir das so stehen lassen? Sagt jeder, was willst du noch machen? Sage ich dann, legt sich jetzt jemand drauf? Frage wieder so im Team. Du kennst ihn ja gut, Christine. Der Ja. Franz. Ist er ein bisschen verrückter? Sage, würdest du das zutrauen? Das habe ich ihm übrigens eine Stunde zuvor gefragt. Sage, du, ich habe jetzt nächste Stunde was vor, würdest du dir das zutrauen? Sagt er. Da traue ich mir zu. Ich weiß, das hat alles funktioniert, bisher muss das auch gehen. Sei gut, dann machen wir es. Also legt sich der drauf und es stellt sich jemand drauf. Jetzt haben wir die gleichen Rundstufen erreicht wie die Shaolin-Meister. Und dann haben wir noch gesagt, es gibt, das haben wir auch gegoogelt, es gibt nur einen Menschen laut Google, der auf dem Nagelbrett Seil gesprungen ist. Ich meine, das ist krass. Du hüpfst hier, das ist ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ja. Ja. Kommst du nicht gleich auf? Du kommst du eher mal mit dem Fußballen auf? Dein ganzes Gewicht geht da dran. Das ist Wahnsinn. Und auch noch Seil zu springen zu können, damit sich das nicht in die Nägel verheddert und du fällst hin. Also, da würde man sagen, eine große Herausforderung. Das machen die Shaolins nicht. Aber ein Mensch hat das erreicht, ein Hypnotiseur, der hat gesagt, er hat das nur erreicht, weil er 8 Stunden sich in Hypnose versetzt hat. Gut, die 8 Stunden Hypnose ist für mich Zeitverschwendung. Sage, ich weiß ja nur eins, dass ich im Gefühl bestätigt werden muss. Also sagt Tobi, traue ich mir zu, das mache ich. So, dann ist der vor uns Seil gesprungen. Wir haben alles erreicht, sogar mehr wie jemals Menschen darauf erreicht haben. Und jetzt kommt aber das, jetzt kommt wirklich der Punkt. The Day of Changes zu Ende an dem Tag. Und dann sehe ich die Tage. Die Aufzeichnung danach, die Kamera ist weitergelaufen, die Leute sind auf die Bühne, weil ich gesagt habe, ihr dürft da nur drauf stehen und gehen. Und jetzt begannen die sich selber draufzulegen. Und jemand stellt sich drauf, die haben begonnen, Seil zu springen. Krass. Teilnehmer, die noch nie damit irgendwas zu tun haben. So, ist jetzt dieser Beweis. Morgen bekommen wir wieder irgendein Problem, eine Herausforderung oder wir möchten etwas erreichen. Wir bekommen Angst, wir fühlen uns zu klein, wir fühlen uns zu unbedeutend. Warum soll ich das können? Wenn du, nochmal, ich weiß nur eins, wir werden im Gefühl bestätigt. Und wenn du dein Gefühl selbst erzeugen kannst, selbst steuern kannst, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, kannst du auch immer alles umsetzen. Jetzt ist es genau perfekt, dir die Frage zu stellen, wie steuerst du dein Gefühl? Und vor allen Dingen, wie steuerst du dein Gefühl, wenn jetzt gerade wirklich was total Bescheuertes passiert oder du eine echt blöde Nachricht hast oder du einfach, ja, du bist einfach in einer beschissenen Situation? Ja, dazu gibt es ja, ich habe ja 4 Day of Change. Und meine Schüler sagen immer, für jeden Day of Change lernst du neue Techniken, neue Dinge oder so. Aber trotzdem, wenn wir mal wirklich dahinter schauen, du erlernst, in jedem Day of Change gibt es nur eine Botschaft. Du wirst im Gefühl bestätigt. Und ich gebe dir bei jedem Day of Change 4 verschiedenste Möglichkeiten, wie du dein Gefühl steuerst. Letztens hatten wir den Gefühlsalchemisten mit der Technik Kombinatorik, die ich mal entwickelt habe. Und mit der bist du in der Lage, binnen 3 Sekunden, wenn du dich schlecht fühlst, binnen 2, 3 Sekunden auf einmal gut zu fühlen. Du machst dich unabhängig von dem, was im Moment augenscheinlich schlecht ist. Du machst dich unabhängig. Du bestimmst selbst dein Gefühl. Am nächsten Day of Change. Der heißt ja der Weltreformer. Man könnte ja sagen, da zeige ich vielleicht als einziger Mensch auf dem Planeten den wahren Unterschied zwischen 3D- und 5D-Welt auf. Come Weil on, die wie Menschen machst du nämlich davon das? reden. Wie willst du Bitte? das machen? Was hast du da vor? Kannst du ein bisschen was verraten? Ein Ja, du bisschen was bekommst aus verraten? meiner Sicht die höchste mystische Ausbildung, die es gibt. Und zwar, es heißt, ich habe letztens meine Dokumentation gesehen. Es gibt, die sind um den ganzen Erdball gereist, zu indischen Yogis, zu chinesischen Meistern, zu allem Möglichen.
Und die haben sechs Leute ausgegraben auf diesem Planeten, die können in allem, was existiert, das Energiefeld sehen, mit bloßem Auge, sich damit verbinden, es verändern, sodass zum Beispiel auch eine Pflanze in einem dunklen Raum irgendwann beginnt zu leuchten. Der Raum wird hell. Eine Sensation. So, da gibt es angeblich sechs Menschen. Und wir machen Folgendes. Der Day of Change beginnt wieder am Samstag um 10:30 Uhr. Um 11 Uhr werde ich ungefähr auf die Bühne gehen, gefühlt. Und ungefähr um 11:30 Uhr, also eine halbe Stunde danach, sieht es jeder. Jeder. Nicht sechs, sondern ein paar hundert Menschen. Jeder. So. Und wenn du das kannst, ist jetzt wieder eine andere Technik, dann brauchst du ja nur, du siehst dir irgendetwas an und konzentrierst dich auf die Energie. In dem Moment, und das kannst du auch sehen durch diese Technik, beginnt es zu leuchten, zu strahlen. Ich erkläre dir die Technik, das ist einfach, das machst du binnen weniger Sekunden. Dann beginnt es zu strahlen, zu leuchten. Und umso mehr das leuchtet und strahlt, desto mehr springt es auf dich über und richtet dich auf. Und wenn du jetzt noch weiter dort ein bisschen machst, kommst du in ein Gefühl, was ich sage immer, das erleben die Meditierenden im ganzen Leben nicht, was ich hier binnen weniger Minuten erzeuge. Das ist eine Kraft des Universums, das ist sensationell. Und die Botschaft dahinter, Ladies, ist, wenn ich die Welt im Detail aufmerksam beobachte und mich eben aufs Lob konzentriere, auf das Schöne, wenn ich jemanden beobachte, und sag, ein schönes Wesen, ein toller Typ. Und schau mal die Details an, wie er agiert, wie er aussieht oder so. Denk mal, toll, toll, was der aus sich gemacht hat. Das brauche ich nicht aussprechen. Du wirst sehen, der wächst. Und wenn du Energiefelder sehen kannst, merkst du, wie der einfach einmal strahlt. Da ist ein Feld, das wächst. Und so wie er wächst, wachse ich mit. Das bedeutet, ich brauche nichts machen. Ich gehe nur durch die Welt und denk mal, ach, ist das schön, ach, der ist ja cool, ach, schau mal die Pflanze an, schau mal das an, das ist auch cool, das finde ich nett. Und in dem Moment hebt sich diese Sache und ich um ein Vielfaches. Jetzt bist du in einem Energieniveau, in einem Gefühlsniveau, da wo du nie wieder runterkommst. Es ist total einfach, total einfach. Und jetzt gehe ich her, wenn ihr das erlernt habt, dann sage ich, so was packen wir heute aus. Jetzt gehen wir wieder neue Beispiele an, neue Richtungen, versteht ihr? Das heißt, das ist ja einfach. Dann gibt es wieder andere Day of Change. Ich zeige immer Methoden, sondern damit die Menschen sagen, das gefällt jetzt mir besser. Das ist eher mein Bereich. Versteht ihr? Ihr dürft ja wählen. Wichtig ist, schießt euch am besten auf eines ein. Jeder hat im Regelfall seinen Favoriten und damit bestimmen wir unseren Gefühlszustand. Sag noch mal ganz kurz, sag mal, bevor ich dich das noch frage, hast du einen Lichtschalter gleich in der Wir haben Nähe? es gerade gedacht. Sieht Haben. zwar trotzdem sieht super aus, aber sieht noch toller aus, dann würde ich im strahlenden Licht Wir sein. sehen Ewald strahlen. Ewald, sag doch mal kurz, also dieser letzte Days of Change war der Gefühlsalchemist, bei dem vorletzten war ich im Übrigen auch dabei, der Erschaffer war auch phänomenal. Der nächste heißt also Weltreformer. Wann genau findet es statt? Immer das letzte Wochenende, alle 3 Monate, also das nächste ist jetzt im letzten Wochenende April. Und dann kommt wieder der übernächste, der Befreier. Dort lösen wir uns von Sorgen, Ängsten, Schuldgefühle fürs ganze Leben. Wir müssen nie wieder Sorgen, Ängste, Schuldgefühle haben. Und wenn wir die nicht haben, drückt uns nichts, kann ich wieder alles tun. Das machen wir dann Ende Juni. Verstehen Sie? Alle 3 Monate kommt wieder das nächste Thema. Also der Weltreformer, muss ich schon sagen, der macht mich jetzt gerade wahnsinnig neugierig. Das möchte ich sehen, erleben. Also das möchte ich wirklich erleben. Seid dabei, du machst das mit, das ist eine Sensation. Das ist das Hauptthema Tag 1. Und am zweiten Tag steigen wir in die Telepathie ein. Nee. Und dann werdet ihr nach 10 Minuten werdet ihr mit Menschen telepathieren oder auch mit Tieren, das ist jetzt egal.
Da musst du aber auch nichts Großartiges erlernen und es gibt es bei mir nicht, dass man irgendwas erlernen muss. Ich will euch ja nur erinnern, was ihr alle schon immer könnt. Und Telepathie, sage ich euch, das magst du ja eh den ganzen Tag. Mir fällt es aber nicht auf. Und als Kinder hat fast jeder mal gesagt: Mama, Mama, ich habe mir eingebildet, das Huhn geht nach rechts und es ist jetzt nach rechts gegangen. Oder mein Hund, wenn ich daran denke, dann kommt er. Und dann sagen die Eltern: Ja, das hast du allein gebildet. Nein, das ist das Normalste der Welt. Und ich werde euch das erklären, wie einfach das geht. Und dann werdet ihr rausgehen und dann werdet ihr Menschen gehen lassen. Ihr werdet sie stehen lassen. Ihr werdet sie hinsetzen lassen. Ihr werdet sie aufstehen lassen, am Kopf kratzen lassen oder was ihr halt sonst für einen Schabernack machen wollt. Verstehst du, jetzt beginne ich das bewusst zu ertesten. Und somit habe ich eine weitere Kommunikationsart unabhängig von meinen Worten. Schau mal, wie oft ist dir das in deinem Leben passiert, dass du sagst: Da habe ich halt komisch, da habe ich an jemand gedacht, jetzt treffe ich den in der Stadt. Ja, Das ist schon klar. sehr komisch, ja? Schon sehr interessant. Oder ich habe an den gedacht und der ruft mich an, oder keine Ahnung. Eine ganz normale Sache, die wir ja haben. Die brauche ich euch nicht erlernen, ich muss euch ja nur wieder zurückerinnern und zu sagen: Ja, komm, jetzt schauen wir uns mal an, ob es wirklich funktioniert. Sag mal, Ewald, was ist so deine Vision für diese Evolution? Ich meine, nicht umsonst machst du solche Days of Change-Wochenenden, wo du solche Sachen referierst oder den Menschen zeigst oder es sie selbst erleben lässt. Was ist da deine Vision? Warum denkst du, dass wir das brauchen? Ja, ich meine, die Frage ist ja eigentlich selbsterklärend. Schau doch mal auf diese Welt. Schau doch mal auf diese Welt. Nimm uns Beteiligten an. Nimm deine Nachbarn an, nimm deine Kinder an, nimm an, wenn du willst. Wir Menschen, wir haben alle permanente Herausforderungen und wir leiden darunter. Wir pusten, es geht uns die Kraft aus. Wir haben Angst, es nicht zu bewältigen. Wir müssen Hürden überstehen. Wir geben auf in vielen Bereichen und sagen, da kann man halt nichts machen. Es ist halt so im Leben. Sprüche wie, das Leben ist nicht fair, haben sich mittlerweile auf der Welt überall breit getreten. Nein, Blödsinn, ein totaler Blödsinn. Wir Menschen sind Götter in Menschengestalt, das behaupte ich und dazu stehe ich auch. Wir sind wahre Schöpfer. Wir haben ungeahnte Fähigkeiten, wo wir überhaupt gar keinen Traum davon haben, was wir können. Und somit, wenn wir das erkennen, wenn wir das erfahren, wenn wir das erlebt haben, dann beginnen wir, unser Leben auf die Reihe zu bringen, aber auch das Leben von meinen Liebsten, von meinem Umfeld und das Leben darüber hinaus. Versteht ihr, wenn wir immer. Nehmt einmal das Beispiel einmal an, es ist ja super polarisierend, aber können wir da totlachen? Also ich sage immer eins, weil du mich vorher gefragt hast, was ist der Beweggrund? Ich möchte, dass der Mensch erkennt, wie groß das er ist. Und wenn er groß ist, dann machen wir die Welt zum Paradies. Wir werden die Probleme wegkauen, wir werden das Schöne gestalten, wir machen die Welt zum Paradies. Und nicht so, wie es jetzt ist. Mit einer idiotischen Regierung, egal welche Epoche das wieder kommt, es setzt sich ja nur irgendjemand auf den Thron von lauter Idioten. Und die Idioten sind wir. Und lassen uns vorschreiben, was zu tun ist und dass wir das und das tun müssen. Also nein, nein, das war nie so gedacht. Und wir müssen hören und wir müssen das tun, wir müssen jenes. Nein, müssen wir nicht. Weil die meisten alten Strukturen haben sich als nicht richtig erwiesen. Also steigen wir doch nicht wieder ein. Schaffen wir eine neue Welt. Und wenn ich dann immer dieses Beispiel auf jeden Day of Change, holen wir etwas heraus, was vor uns in dieser Gänze und vor allem in der Öffentlichkeit und mit dieser Trefferquote noch nie jemand getan hat. Dass wir immer sagen, jetzt suchen wir uns eine Naturkatastrophe aktuell aus. Heute. So. So, und da schauen wir rein. Da schaut das Team tagelang. Und dann kommt auch nochmal eine Meldung am Freitag, ja, wir hätten das oder jenes. Dann schauen wir nochmal den ganzen Samstag, und letztens habe ich Samstag auf Nacht das gemacht, und bums,
Kann man auf einmal nehmen, wir haben jetzt was anderes, das ist noch wichtiger. So, dann schauen wir uns das von der Wichtigkeit an. Wie viele Menschen sind dort mit dem Tode betroffen, mit der Wirtschaftlichkeit, wie viel leiden? Und dann mache ich natürlich eine Prioritätensetzung. Ich nehme immer das Schwierigste. Immer das, wo die wenigsten Chancen bestehen. Die anderen machen wir intern, soweit wir das mitkriegen. Aber ich hole jetzt mal ein Beispiel raus. Dann gehe ich auf die Bühne und zeige das wirklich mit Kater. Dieses Mal hatten wir wieder Südafrika, regnet seit 2015 nicht mehr. Seit 2015 kein Regen. In 2021 hat es 2 Monate etwas geregnet, aber das war keine Rettung. Mittlerweile, und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, bricht dort logischerweise die Wirtschaft zusammen. Mittlerweile ist das Wasser rationiert. Wisst ihr schon, was das heißt? Ja. Eine normale, nicht vermögende Familie bekommt einen Eimer am Tag für Waschen, für Essen, für Wäsche, für alles. Wenn wir in dieser Situation stehen, da ist der Tod nahe. Da weißt du nicht mehr, wie es weitergeht. Und die ganze Welt, 8 Milliarden Menschen müssen zusehen und sagen, ja, wir können es ja nicht regnen lassen. Ja, klar können wir es regnen lassen. Wenn wir mit unseren Gefühlen immer darin bestätigt werden und Gefühle laut Wissenschaft, laut Physik, weder Zeit noch Raum, ist es natürlich möglich. Warum lesen die Menschen immer den Scheiß und beschäftigen sich mit der Quantenphysik und sagen, ah, das ist aber interessant. Ja, wende Zeit an. Es ist ja erforscht. Also gehen wir hier. Wir machen da 10 Minuten etwas. 10 Minuten. Wir bringen nur unser Gefühl hoch und wählen eine andere Option. Wir senden keine Energie, wir bitten nicht irgendein Steinchen oder irgendeinen Master oder so, der sonst da hilft oder irgendeinen Gott, sondern es ist eine logische Konsequenz. Das kannst du, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und dann gehen hier 300, 400 Menschen kurz hinein, 10 Minuten, und du siehst vorne auf der Karte, wie es regnet. Jetzt sind 2,5 Wochen vergangen, jeden Tag regnet es dort. Und wenn es wieder abbricht, gehen wir wieder rein, bis Südafrika aus der Gefahrenzone ist. Und so zeige ich auf jeden Day of Change jedes Mal so eine sensationelle, für Menschen nicht greifbares, und ziehe es durch. Und jedes Mal 100% Trefferquote, und das wird ja nie anders sein. Das Und wird anders sein, wir haben die Macht. Und ich möchte das nicht zeigen, dass Menschen sagen, oh, was der Ewald kann. Das kann ja jeder. Bin ja nicht geboren worden als der Besondere. Sondern das lest in jedem Quantenphysikbuch, das lest sogar bei den Esoterikern, dort nennen sie es halt nicht elektromagnetisches Feld, sondern morphogenetisches Feld. Es ist ja egal. Wir reden aber vom Gleichen. Und überall sind die gleichen Ansätze, aber die Menschen tun es nicht. Sie tun schon teilweise, es gibt Kreise, es gibt auch Gebetskreise. Und es gibt da ein paar Freaks, die wo sie treffen und wir schicken dort Energie hin. Ihr probiert alle. Ihr probiert fröhlich zu leben, ihr probiert erfolgreich zu werden, ihr probiert gesund zu werden. Nein, es ist eine Entscheidung. Und wenn das stimmt und das liegt in unserer Macht, dann müssen wir es einfordern. Und das fordere ich ein. So, jetzt kann die Menschen wieder zu mir sagen, du spinnst doch. Dann sage ich, nicht ich spinne, ihr spinnt. Weil ihr euch mit dem abgegeben. Ihr habt unzählige Beweise. Ich habe dafür notarielle Bestätigungen. Ich habe notarielle Bestätigungen von Physikern, von Statistikern, von Mathematikern. Das ist alles auf den Prüfstand gestellt. Ich mache sie die ganze Zeit. Wir machen das ganze Jahr. So, aber da müssen wir hin. Ich möchte gerne aufrütteln. Geh einmal auf den Day of Change, entscheide danach, ob dich das weiterbringt. Wenn ja, buch ein Jahr und dann hör auf mit Weiterbildung. Schluss, das reicht. Und jetzt geh in dein Leben, mach dein Leben zu einem Meisterwerk. Nimm deine Liebsten mit, nimm die Schwachen mit, hilf dazu. Stell die Kriege ab und stell das Leiden ab. Heute im 21. Jahrhundert verhungern täglich Hunderttausende von Kindern. Und täglich noch mehr Menschen, also erwachsen, nur an Hunger. Und wir wählen, wir können es nicht abstellen. Leute, wie lange wollen wir das noch machen?
Interessiert uns ja nicht, dieser andere Kontinent. Ja, klar. Es ist ja alleine erwiesen, dass das Gleiche, was jährlich weltweit für die Rüstungsindustrie ausgegeben wird, würde das eingesetzt gegen den Hunger, wäre für immer weg. Die Menschen tun es nicht. Ist die Welt schön? Das ist eine Katastrophe. Und diese Arschlöcher sagen uns noch, was zu tun ist. Leute, wir müssen aufstehen, ihr müsst aufhören, über die Politik zu schimpfen oder über das Bildungssystem, sondern ein neues System zu kreieren. Da müssen wir hin. Und keiner hier ist unwichtig. Und das ist tatsächlich, also einfach, weil ich es jetzt selbst erlebt habe, auf dem Days of Change beziehungsweise auf der Akademie, das ist ganz klar, also Ewald, du sprichst nicht einfach davon, ja, sondern du beweist es wirklich und jeder von uns dann mit dir jede Minute aufs Neue. Also das ist wirklich grandios und ja, man muss oder sollte es echt erlebt haben. Echt, ich, also jetzt mache ich voll Werbung, Ewald. Ja, Aber ich gönnt, Rechnung kommt später. ihr Lieben, die das anhören, gönnt es euch. Und wenn es nur einmal ist, echt wahr. Es geht ja nicht um Werbung. Weil Ich wenn weiß. es ums Geld geht, dann tue ich andere Preise aufrufen. Sondern es geht ja wirklich darum, eine Möglichkeit kennenzulernen. Weg vom Quatschen hin zu meinem Leben. An einem Tag, an eineinhalb Tagen sein Leben wirklich zu verändern. Und das geht es. Und das ist unser Anspruch. Und schau mal, wir drei haben doch gesprochen, dass wir immer auf die Meinungen anderer hören. Dass uns die wichtig sind, dass das Prägungen sind. Jetzt schau mal her, das mit den Umweltkatastrophen, wo ich die Lebensläufe verändere von Menschen und so weiter, also wo wir verändern, das machen wir ja schon seit Jahren. Und ungefähr seit 2 Jahren zeige ich es offiziell auf dem Day of Change. Das heißt, es wird ja auch auf Time of Change in unserem Fernsehkanal ausgestrahlt. Jetzt in der Doku wird es gezeigt. Da sind jetzt auch wieder Menschen gekommen und sagen, hey, wenn du das offiziell machst, wirst du sterben. Da werden sie dich wegräumen. Sage ich, ach ja, da müssen wir noch für mehr Reichweite sorgen. Da muss ich noch stärker nach draußen gehen. Dann werde ich es noch in die anderen Kanäle bringen. Und wisst ihr, was ich jetzt tue? Jetzt schreibe ich alle Regierungen an. Ich will sehen, was passiert. Ja, klar sagen alle, hey, da räumen sie die weg, da kommen die Hubschrauber, die landen links und rechts. Und ich sage, will ich sehen, glaube ich nicht, weil das nicht in mein Weltbild passt. Dann züchtet es mir nicht ein, sondern es ist Zeit, dass wir die Welt verändern und hört es auf zum Demonstrieren und zum Schimpfen und zu machen, sondern beginnt es zu erleben und selber das zu drehen. Bei dir in der Familie. Wenn morgen irgendjemand ein Problem hat in deiner Familie, da geht es her und dreht es. So beginnen wir. Es muss nicht gleich die große Naturkatastrophe sein, aber du wirst erfahren von Schritt zu Schritt, zu was du wirklich in der Lage bist. Puh, Mensch, also Ewald, ich wollte dich jetzt auch noch auf diesen Dokumentarfilm ansprechen und ich mach's jetzt auch noch schnell, bitte. 23.02. Filmpremiere auf Time of Change, 19 Uhr. Und wie kommt man zu Time of Und Change? Time of Change ist auf Kabelkanäle. Musst du schauen, ob du von dem Kabelanbieter diesen Sender bekommst. Oder du machst es dir im Moment einfach und gehst auf YouTube Time of Change TV. 23.02. wird diese Doku von 1,75 Stunden das erste Mal im Fernsehen gezeigt. Dann geht es in verschiedene Kanäle. Dann kommt es bei Prime, Amazon, wahrscheinlich bei Maxdome, bei Netflix. Ich weiß es nicht, wo überall. Also wir gehen da schon massiv nach draußen. Und ich zeige das. Und der Titel ist? Wurde gewählt, Ewald Schober. Ich habe ein Leben für eine bessere Welt Genau, oder ein Leben für eine bessere Welt. Genau, ich habe es mir auch notiert. Wow, Wahnsinn, echt. Hey, also ich könnte jetzt noch irgendwie Ewigkeiten mit euch quatschen. Also der nächste Schritt wäre, ich öffne eine Flasche Wein und wir reden noch 3 Stunden weiter. Ich finde das super. Wir haben aber schon echt viel, viel, viel gesagt. Und ich fand auch, dass das eine mega schöne Energie war. Ich lieb's und ich kann es kaum erwarten, das hier auszustrahlen.
Louis ist auch dabei, ne? Ja. Was bleibt mir? Mir bleibt Danke zu sagen von ganzem Mädels, Herzen. ich sage danke. Es war eine wunderschöne Gesprächsrunde. Es war so schön, dass wir gar nicht gesehen haben, wie die Zeit vergangen ist. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ich wieder mal kommen darf und das Interesse besteht, jederzeit gerne sagt es mir Bescheid. Gell? Genau. Hey, tausend Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, auf jeden Fall. Also vom Gefühlsalchemisten zum Re Weltreformer. Wir haben es auch echt dringend nötig, weil wir haben ja schon 10 nach 12, ne? Und wir haben alle keinen Bock drauf. Tausend Tausend Dank. Dank. Super, ich wünsche einen schönen Abend. Bye. Ja, ich euch Ich auch. auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thank you.